Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Schießerei. Hier ist wieder euer Musel und wir ziehen zusammen ins Gefecht und zwar bei Battlefield 1. Vergesst nicht am Ende des Videos eine Bewertung in Form eines Daumens zu geben. In diesem Sinne, viel Spaß. So, herzlich willkommen an der Front, liebe Kameraden, zu meinem ersten Let's Play auf meinem Zweitkanal Musel Goes War. Und wie unschwer zu erkennen ist, Battlefield 1 Singleplayer Let's Play. Ich habe mir Gedanken gemacht, womit starte ich den Kanal, und ich dachte mir, da sich hier alles auf dem Kanal um Kriegsspiele dreht, welches Spiel ist schon so atmosphärisch wie Battlefield 1? Und da kam mir nicht so viel in den Sinn, ne? Call of Duty 1, die Singleplayer-Mission war schon richtig gelungen. Company of Heroes, Call of Duty World at War, aber wirklich von der Atmosphäre her ist der Singleplayer und auch der Multiplayer bei Battlefield 1 richtig gut. Und ich dachte mir, das ist genau das richtige Let's Play, um zu starten. Das hier ist schon bestimmt der 10. Aufnahmeversuch, weil Battlefield irgendwie ein bisschen zickig ist. Es will nicht von mir aufgenommen werden. Das ist schon das 4. Aufnahmeprogramm, was ich alleine verwende. Und womit ich rumprobiere. Immer gab es irgendwelche Probleme, ob Sound oder bildtechnisch war. Ich versuche es jetzt einfach nochmal und ich hoffe, dass es klappt. Weil ich wollte wirklich gerne hier mit dem Let's Play starten. Ja, jetzt versuchen wir gerade mal die Front zu halten. Das versuche ich mit meinem, ne, natürlich perfekten Counter-Strike Gaming. Und ich war ja auch bei der Bundeswehr, war da ziemlich fit mit dem MG, war darauf Schießaufsicht. Daraufhin Schießaufsicht, und vielleicht bringt uns das hier weiter. Ich denke eher nicht. So, hier rums ist ziemlich. Von der Grafik her ist es natürlich auch ein Brecher, ne? Ich habe selten so ein krasses Spiel gesehen, von der Grafik her, wie Battlefield 1. Muss man einfach ganz klipp und klar so sagen. So, geil, ich habe keine Muni mehr. Ja, dann machen wir hier mal Granati. Granati! Bums. Granaten sind hier ganz komisch. Manchmal wirft man die direkt vor die Füße und es bringt gar nichts. Und was mir noch negativ auffällt, ist, was ich wirklich hasse, sind es. Ist. Ihr, nimm die Waffe. Was ich wirklich noch hasse, ist. Sind diese Flammenwerfertypen, ne? Die sind kaum tot zu kriegen. Du kannst vor denen stehen, den mitten ins Gesicht schießen. Die fallen nicht um. Nee, die fallen nicht um. Das ist echt bescheuert. Schreibt mal in die Kommentare. Oh, 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 oh. Schreibt mal in die Kommentare, welche Kriegsspiele ihr von der Atmosphäre her oder generell richtig gut fandet. Hier wird auf jeden Fall auf dem Kanal, wie gesagt, werden nur Kriegsspiele kommen. Das heißt World of Tanks, War Thunder, World of Warships, Company of Heroes, Heroes and Generals, Battlefield 1, wenn es nicht so rumzickt. Aber irgendwann kriegen wir das schon aufgenommen. Aber ich kriege die Krise hier echt.
Naja, vielleicht klappt es dieses Mal. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. So, jetzt packe ich meine MG-Skills aus. Ja, klischee-mäßig war es so, dass ich das MG auch mit verbundenen Augen zerlegen zusammensetzen konnte. Und, ja, schieß auf sich zu sein, war schon ganz cool, hatte seine Vorteile, weil, da, habt ihr das gesehen? Ja, der rennt immer noch rum, das meine ich mit dem Flammenwerfer-Typ. Auf jeden Fall, wenn die Rekruten weg waren, konnte man die übrig gebliebene Munition noch verballern, ich habe auch mal im Stehen geschossen und was weiß ich. Ist ganz cool, nur man muss nicht außer Augen verlieren, dass es immer noch eine Waffe ist, die töten kann, ne? Und als Schießaufsicht hatte man noch ziemlich viel Verantwortung, da gab's, oh, das hat Luftschiff hat mich jetzt abgeräumt. Da gab es Leute, Rekruten, die wollten die Patronen falsch rum einlegen und so, ne? Also da musste man schon hellwach sein immer. So, und jetzt mache ich auf Pumpenpaule hier mit der Pumpgun. Die kommen hier die ganze Zeit durch die Fenster und wir versuchen hier, die einfach abzumurksen. Und ich versuche jetzt mal einen mit dem Spaten hier zu killen. Zack. Das ist auch geil, mit dem Klappspaten. Einfach drauf. Ah, da hinten ist ein Flammenwerfer-Typ. Ich werfe eine Granate hin. Vielleicht stirbt er, ja? Oder vielleicht sterbe ich. Ist gerade ziemlich warm hier. Da, das meine ich. Granate hingeworfen und der Typ verreckt nicht. Jetzt verreckt er aber. Muss man immer schnell weglaufen. Die explodieren ja wieso. Da ist schon wieder einer. Hier, so nah von dem... Das kann mir keiner erzählen. Also die haben die ein bisschen... Bisschen stark gemacht, finde ich. Das nervt so ein bisschen. Aber naja. Sonst ist das Spiel echt sehr, sehr gelungen. Hier, mit dem Spaten. Zack. Komm ran. Da. Ich hau mal mit dem Spaten drauf. Boah, mit dem Spaten in den Rücken. Jawohl, der explodiert auch. Okay, wenn man ganz nah rangeht, dann gehen sie auch kaputt. Komm ran. Alter. Wie viele von denen wollen denn noch kommen? So, ich halte mich hier gerade ganz, ganz gut eigentlich. Der kriegt nochmal einen Spaten. Okay, braucht er gar nicht, der ist so umgefallen. Hier, du kriegst einen Spaten. Boah, leck mich fett. Ja, an der Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass die meisten Spiele, die auf den Kanal kommen, ab 16 oder ab 18 sind. So, und da liege ich schon wieder im Dreck. Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. So, jetzt bin ich in einem Stahlkoloss. Und jetzt achte mal auf dieses nasse Geschützrohr. Sieht das nicht krass aus von der Grafik? Ich muss jetzt mal kurz auf MG stellen. Und nochmal hier ein paar Fakten. MG, das ist eine Waffe, um den Feind niederzuhalten, ne? Dauerfeuer und, ja. Genau. Zum Beispiel Wehrmachtsschützen, Wehrmachts-MG-Schützen bei Ohama Beach, die haben ja von oben runter geschossen auf die Landungsboote und die haben meist eine liegende 8 geschossen. Wenn man eine liegende 8 schießt, trifft man einfach immer was. Und nochmal nebenbei gesagt, das hier auf dem Kanal, das hier ist keine Kriegsverherrlichung, Krieg ist in keiner Art und Weise cool oder ähnliches. Ich interessiere mich nur dafür, für die Geschichte und ich spiele solche Spiele halt ganz gerne. Und ihr denke ich mal auch, sonst wärt ihr nicht hier. So. Boah, jetzt hier ein bisschen rumwehen. Ich hoffe, ihr habt keine Bleiallergie, Leute. Das hört sich auch geil an, wie die Patronen in den Panzer reinfliegen, ne? Also die Patronenhülse. Oh. Oh, da ist einer ein bisschen traumatisiert. Darf man auch gerne sein. Oh, also ich habe jetzt schon ein paar weggemäht, das muss man ja so sagen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Feldgeschütz. Das müsste gleich kommen. Da muss ich hier, sag mal, unser Geschütz auswählen, nicht das MG. Da ist das Feldgeschütz. Zack, das war das Feldgeschütz. So, ihn habe ich auch mal schlafen geschickt. So,
Jetzt schlagen wir eine Bresche, damit die unsere Infanteristen durch können. Das heißt, ist normaler Werdegang. Panzer fahren vor, Infanteristen rennen hinterher. Meistens die Panzergrenadiere. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein Panzergrenadier. Schießt auf alles, was sich bewegt. Okay. Dann hau ich mal einen raus hier. Okay. Das war's mit unserem Panzerchen. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. So, jetzt kommt Gas und noch ein Fakt. Und zwar wurde Gas zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg als Waffe eingesetzt. Und das Gelbe hier sieht so aus wie Schwefel- oder Senfgas. Aber meines Wissens müsste es, glaube ich, Chlorgas das erste Gas gewesen sein, was als Waffe im Krieg eingesetzt wurde. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ich mich da vertue. Falls ich euch da Blödsinn erzähle. Und ja, ich mache mich hier, glaube ich, gerade ganz gut als Frontschwein. Ich wusel hier einfach rum an der Front und räume hier mal so ein bisschen auf. Ja, er löscht sich einfach wieder. Das gibt's doch nicht wieder, so ein... Wenn du jetzt nicht hochgehst, dann weiß ich es nicht. Uiuiui, ich bin gleich schon tot hier. Ein paar Granaten mal werfen. Man kann auch ziemlich bescheiden zielen, wenn man... oh, das war meiner. Wenn man die Gasmaske auf hat, dann läuft das mit dem Zielen nicht so rund. So. Jetzt ist gerade auch noch die Munition leer gegangen. Das ist natürlich super. Die Deutschen überrennen uns gerade. Dauert nicht mehr lange, dann müsste ich auch im Dreck liegen. Den hole ich mir noch mit dem Spaten. Alter Schwede. Das ist krass, ne? Also das Spaten ist nicht nur für die Gartenarbeit gut. Die Granaten wirklich, da musst du, die musst du mitten vor die Füße werfen, damit die überhaupt was bringen. Ich wollte jetzt einfach reinrennen, aber da hat es mich auch schon zerlegt. So, gute. Alter, ich spawn direkt vor so einem. Was ist denn hier los? Ja, jetzt habe ich eine Karabiner. Die fand ich bei Call of Duty 1 schon richtig geil. Weil die machen mega viel Schaden, wenn man trifft. Da... Auch auf große Entfernung, nur man schießt halt so langsam. Jetzt kommt er mit dem Spaten auch noch um die Ecke. Erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv. Ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Ja, und diese Geschichten werden wir auch alle hier auf dem Kanal spielen, solange es die Technik zulässt und Battlefield hier nicht so rumzickt beim Aufnehmen. Ich hoffe, die Aufnahme hat diesmal geklappt. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken. Euer Muse, macht's gut. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, liebe Kameraden. Wenn es euch gefallen hat,
bewertet es doch in Form eines Daumens. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und rechts ist das letzte Video. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken. Euer Musel. Ciao.